freue mich, dass Sie uns gefolgt sind, um mit uns gemeinsam an dieser Stelle an Gertrud Weißstock zu erinnern. Geboren am 10. Januar 1872 in Magdeburg, die hier in der Falkenbergstraße 9a bei einer der hier lebenden jüdischen Familie als Hausdame tätig war und damit auch bei dieser Familie lebte. Gertrud Weißstock wird 1942 im Alter von 70 Jahren deportiert und 1943 in Auschwitz ermordet. Ich bin Herrn Anthony Gimpel sehr dankbar, dass er gemeinsam mit seiner Frau Anne extra aus Loughborough bei Nottingham in Großbritannien angereist ist, um heute im Gedenken an seine Urgroßtante diesen Stein zu verlegen. Und ich danke den Menschen, die auf der zweiten Meile der Demokratie am 16. Januar Geld gespendet haben, um diesen Stolperstein zu finanzieren. Bis letztes Jahr wusste ich gar nicht von der Familie Weißstock. Erst letztes Jahr hat meine Frau den Namen meiner Urgroßmutter Elisa gefunden am Internet. Sonst wäre der Name verschwunden. Elise war die Schwester von Gertrud. Gertrud ist unverheiratet. Ihr Vater ist der Kaufmann Louis und ihre Mutter Paulina, geborene Eisenberg. Beide Gräber befinden sich auf dem israelitischen Friedhof zu Magdeburg hier. Sie waren jüdischer Glaubens. Auf dem Friedhof sind noch zwei Gräber, totgeborene, namenlose Geschwister von Gertrud. Außerdem hat sie noch zwei Schwestern, Elisa, meine Urgroßmutter, und Johanna. Johanna ist mit Schachtnau, Louis Schachtnau, verheiratet. Die Schachtnaus war eine Magdeburger Fabrikantenfamilie. Und Johanna wohnte hier in Magdeburg bis 1933 und dann zieht sie nach Berlin. Elisa, meine Urgroßmutter, ist ein sensibles musikalisches Mädchen. Sie ist mit dem Arzt Dr. Otto Hoppe aus Bielefeld verheiratet. Und die Verheiratung kommt so, weil der Vater von Otto und der Vater von Elisa sind Geschäftspartner gewesen. Leider aber ist die Ehe 1911 geschieden und Elisa kommt in eine Heilanstalt in Bremen. Und obwohl Otto für sie immer versorgt hatte, ihr Name ist nie mehr gesprochen, bis letztes Jahr. Der Name Weißstock ist nach dem Tod von Gertruds Vater Louis aus den Magdeburger Adressbüchern verschwunden. Wir wissen, dass Gertrud eine Hausdame ist. Ihre Eltern sterben bald hintereinander, als sie 23 Jahre oder 25 Jahre alt ist. Also ihr Beruf gibt ihr die Möglichkeit, hier in der Gemeinschaft einer Familie zu wohnen. Hier in der ehemaligen Falkenbergstraße gibt es mehrere jüdische Mietparteien. Das Ehepaar Dessauer, der Arzt Dr. Kager mit seiner Familie und später die Mutter und Tochter Bruch. Und hier sind die Stolpersteine zu Elisa und Margot. Bei einer von ihnen ist Gertrud wohl Hausdame. Louis Dessauer ist Kaufmann und hat bis 1938 ein Kommissionsgeschäft am Kaiser-Otto-Ring. Seine Frau ist Mathilde. Dr. Kurt Kager ist Facharzt. Er hat seine Praxis in der Otto-von-Guericke-Straße und nachmittags hält er hier in seiner Wohnung jede Woche Sprechstunden ab. Lilly Kager
ist private Englischlehrerin für jüdische Kinder. Lilly und Kurt haben zwei Töchter, Ilse und Eva. Irgendwann nach 1939 muss Gertrud aus der Falkenbergstraße ausziehen, wohnt zwischenzeitlich in der Schrockerstraße, bevor sie in eines der Judenhäuser eingewiesen wird, in die große Mühlenstraße. Sie hat ein ganz geringes Einkommen, monatlich nur 48 Reichsmark. Der Neffe Felix, der Sohn von Johanna, ist inzwischen nach Stockholm geflohen. Im Jahr 1941 kann er seine Tante 100 Mark zukommen lassen. Aber am 2. Dezember 1942 muss Gertrud mit dem Transport 203 nach Theresienstadt. Kurz zuvor, im September, ist ihre Schwester Johanna von Berlin auch nach Theresienstadt deportiert. Als Gertrud ankommt, ist ihre Schwester schon tot. Und im März 1943, mit 71 Jahren, aufgrund der unerträglichen Zustände, Gertrud stirbt. Aus der Familie ihrer Schwester Elisa überleben nur zwei Enkelkinder, Margarete, meine Mutter, und Heinrich, mein Onkel, und ihren Vater Alfred aus Berlin. Felix, der Sohn von Johanna, überlebt in Schweden, doch sein Bruder Walter stirbt. Von den vermuteten Arbeitsgebern von Gertrud hat das Ehepaar Dessauer versucht, nach Frankreich zu fliehen. Die kommen um. Mathilde in Auschwitz, Louis in einem unbekannten Ort. Zu hoffen ist, dass Dr. Karges Familie überlebt hat. Ihr Name findet sich in keiner der Opferlisten. Lass uns still sein. Mm-hmm.